Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farming Live. Wir wollen der guten Martha ihre Produkte bringen. Sekunde mal. So, die steht am, wo war das jetzt? Molkereiladen oder so. Und wollte haben Karotten. Haben wir bis jetzt nur 15 von. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis unsere fleißigen Mitarbeiter... die eingelagert haben. Aktualisiert sich das nicht? Das aktualisiert sich nicht in Echtzeit. Ja, willst du mich denn veräppeln? So, jetzt haben wir es aber. Gut. Dann bitte einmal hier... Nee, nicht verkaufen und zurückkehren, sondern ins Auto laden. Die Sachen ins Auto, sehr gut. So, und dann transportiere. Nein. Fahren. Okay, müssen wir suchen. Müssen wir suchen. Molkerei laden. Molkereiladen. Ja, gucken wir mal. Da ist jetzt keine Molkerei. Tankstelle, Tennisplatz. Oh nein, was ist mit dem Häschen los? Gucken wir gleich. Wir auf Pause, nicht, dass wir die Quest verlieren, weil wir jetzt so lahmarschig sind. Das ist ja doch eine Molkerei, ne? Ne, das ist ein... Das sah so aus wie Trinktüten, ne? Aber das ist hier so ein Getreidelager-Ding. Ja, wo ist denn hier wohl eine Molkerei? Cinema. Eine Tankstelle. Fahrzeughandel. Ah, das würde ja auch eine Quest anzeigen, ne? Und Tierhandel fast. Ah, okay. Da würden die Sachen hingeliefert, wenn wir Fahrzeuge bestellen. Gemeinde. Arbeitsagentur, Autoreparatur. Wie soll ich denn jetzt zufällig eine Molkerei hier finden? Hier geht's aus der Stadt raus, okay. Ist hier irgendwo das Fragezeichen? Es müsste ja so ein Fragezeichen noch auftauchen, ne? Wenn wir hier jetzt am Stadtrand lang gehen. Hier ist überall nichts. Ich geh jetzt nur mal die äußeren Sachen alle entlang. Was ist das? Ein Müllplatz oder was? Genau. Tankstelle. Autoreparatur. Ein Burgerladen. Da, direkt gegenüber vom Burgerladen ist der Burgerladen. Verstehst du? Wegen... Ja. Macht schon so ein bisschen betroffen, ich weiß. Martha. Martha wartet.
Sophia? Wer ist das? Anne? Aber hier ist so... Ach, guck mal, hier ist ein Café. Oh, wie süß. Coffeeshop, Barbershop. Also das ist schon wirklich schön gemacht, aber es ist leider fürchterlich durcheinander. Ja, können wir den Stefan einstellen. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Ah, guck mal. Keine Quelle. Hä? Warum denn? Ich verstehe es nicht. Gut, aber so kommen wir auf jeden Fall zu unserem Hof zurück. Und das arme Hoppelhäschen ist krank. Was fehlt ihm denn? So. Simon? Der soll doch mal was anderes machen. Kümmer dich mal hier um das Häschen. Julian, ist alles in Ordnung? Produkte von Feldsam. Okay, läuft. Was ist denn mit dem Häschen? Hm? Ja, kriegst du eine Spritze, dann geht's ihm wieder besser. Ja, wird's gestreichelt. Was ist mit der Katze schon wieder? Die Katze hat schon wieder Hunger. Und was noch? Ist auch nicht ganz gesund. Ja, aber wenn wir so weitermachen, wenn wir ständig diese Aufgaben nicht hinbekommen, haben wir natürlich auch ein Problem, ne? Ich weiß, dass du erst vor kurzem unserer Gemeinschaft beigetreten sind. Aber ich möchte, dass du weißt, dass wir dafür sorgen, dass in unserer Nachbarschaft ordentlich ist und schön aussieht. Als Bürgermeister sorge ich persönlich dafür, dass jeder Bauernhof gepflegt ist und sich durch seine reichhaltige Infrastruktur auszeichnet. Ich denke, wir alle werden an einem schönen Ort besser leben, oder? Bitte kümmere dich um deinen Hof, baue Straßen für die zukünftige Entwicklung und investiere in Dekorationen. Vertrau mir, dein Leben wird sich ändern, wenn du den Raum um dich herum veränderst. Bau 15 Straßen eines Typs, bau 15 Dekorationselemente. 15 Straßen, 15 Dekorationen, okay. So, Straßen würde ich sagen, dann machen wir mal Folgendes. Da legen wir die mal hier am Feld entlang. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Warum nicht? Achso, der kann doch immer 10 gleichzeitig. Zählt das für die Aufgabe? Warte mal. 1 von 15. Und wenn wir jetzt hier Folgendes machen. Das zählt schon als Weg. Okay. Können wir das denn hier... Wir können so viel bauen, ne? Wir haben uns bis jetzt so... Aber wir brauchen das Geld dafür, ist das Problem, ne? So, das wird also hier sozusagen der Feldweg. Okay, haben wir erfüllt. Und jetzt noch 15 Dekorationen. Was ist denn Dekoration? Bäume? Hier, Dekoration. Okay, was soll denn da? Zaun. Heuschober. Kiste. Fass.
Oh, was können wir denn hier alles bauen? Das ist ja toll. Ah, das gefällt mir. Ich mag das, wenn das so liebevoll und Dings ist. Machen wir mal hier so ein Zäunchen. Oh nein. Acht. Ja, wenn da noch vielleicht noch eine zweite Bank hinkommt. Dann stellen wir da mal eine schöne Lampe hin. Eieiei. Oh! Vollautomatische Rasenmähpullover. Passt das? Gut, jetzt kriegen wir eine Belohnung. 711, wir haben also ungefähr 300 ausgegeben. So, die Belohnung kommt per Post. Ja, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch, Simon. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Wir brauchen Menschen wie dich, um unsere Gemeinde aufzubauen. Du hast meinen Respekt. Ich bin bereit, allen Leuten zu sagen, wie vertrauenswürdig du bist. Hier ist deine Belohnung. Hol den Preis ab. 250. Sehr gut. Retten wir das Klima. Ich brauche deine Hilfe. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation. Der globale Klimawandel fordert seinen Tribut. Immer mehr Bäume werden gefällt. Das Ökosystem ist in Gefahr. Wir verlieren unser natürliches Gleichgewicht mit der Natur. In unserer Region gab es in den letzten Wochen eine Dürre, die du als Bauer wahrscheinlich auch schmerzhaft gespürt hast. Lass uns etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Ich möchte alle Bauern mobilisieren, um für die Gesundheit unserer Mutter Natur zu kämpfen, die uns so viel gibt. Also, unterstützt du uns bei diesem Bemühen für eine gerechte Sache. Pflanze 5 Bäume, dann bewässere die Bäume 10 Mal, dann ernte 15 Früchte. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt... Wie viele Bäume? 5. Okay. Idee. Wir machen eine Apfelbaumallee. Hier entlang. Und dann kann man ja, wenn hier so ein Feld entkommt, da zwischen den Bäumen eine Pause lassen, ne? Also, 1. 2. 3. Vier, fünf. Kann man den Feldtyp eigentlich ändern? So, pass auf, du. Das ist Gott sei Dank überhaupt nicht umständlich, was der Typ da macht. Ah, jetzt hat er es begriffen. Gut, damit hätten wir jetzt die Bürgermeisteraufgabe fast erfüllt. 15 mal ernten, 15 Äpfel ernten. Was ist denn hier schon wieder? Die hat keine Lust mehr, ne? Die ist total erschöpft. Die geht auch schon total langsam.
Was ist denn mit dem Hoppelmann? Ach, Hundi! Hundi hat Hunger. So, Hundi hat noch irgendwas. Das ist natürlich diese Hundehütte, ne? Die. Was hat Hundi denn noch? Gesundheit. Zack. Ja, brauchen wir mal Mitarbeiter, weil das alles so überlastet ist hier, oder was? So, und der steht hier wieder nur rum. Dann soll er mal helfen. Wie lange haben wir denn bis Nacht bricht an? 20 Uhr oder was? Ja, boah. Okay, schauen wir auf die Statistiken. Und wir sind einen Platz aufgerückt. Nutze die aktive Pause, um deine Arbeit in Ruhe zu planen. Was soll ich denn jetzt planen? Ich bin hier nur in der Übersicht. Aber die Monika, die war gut. Ja, und wie es weitergeht hier auf unserer Pantherosa, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und dann finden wir auch heraus, ob wir hier möglicherweise die Art des Feldes ändern können. Und ja, wie es unseren Tierchen geht. Der Hundi ist noch da. Nicht, dass die Katze irgendwann abhaut. So, ein Äpfel können wir auch ernten. Also, in der nächsten Folge erfüllen wir die Aufgabe des Bürgermeisters mal wieder. Aber ob wir hier richtig reich werden und Maschinen kaufen, ich habe da so meine Zweifel. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.